Richtig, das ist so viel. Jetzt gehe ich mal erstmal ins Inventar und guck mal, was ist denn hier drin. Du kommst jetzt hier auch runter. Ach, ein grüner Bambuszaun. Okay. Das ist schön für dich. Ich habe noch Kaffee. Der kann jetzt hier rein. Bald haben wir von dem Kaffee auch zu viel. So, wenigstens in meinem Haus macht der Platz, der dicke Mann. Kannst du denn aus dem Kaffeebohnen Kaffee machen? Ja. Und den verkaufen? Ja. Oder verschenken? Ja. In anderen Spielen lieben ja alle Charaktere oder fast alle Kaffee. Haben ja auch ältere Menschen gemacht. Ist so ein Allround-Ding. Haben es an die Rentner gedacht. Wieso? Haben wir noch so. Wieso haben Sie bei dem Spiel an die Rentner gedacht, obwohl Rentner sowas nicht spielen? Weil die Rentner Kaffee mögen. So. Bist sehr merkwürdig. Ja, sonst kommt es ja nicht mal aus dem Bett raus, sonst würden sie den ganzen Tag noch schlafen. Oh. Weißt du, dass immer mehr Jüngere auch Kaffee-Junkies werden? So. Also ich jetzt nicht, aber. Ja, ich habe auch mal Kaffee getrunken. Auch mal. Du trinkst den ganzen Tag Koffein, wo ist denn Kaffee? So. Gut, das sieht hier gut aus. Meine Baumwollpflanzen. Ich kann euch bald ernten. Ach. Das gefällt mir. Da erzählt jemand, ich denke, jeder von hier schreit ein Baby oder Ja, was die soll das Katze. jetzt, Die ey? Katze, die macht immer komische Geräusche. Wir sind Die einmal nur. miauen, klingen die wie ein schreiendes Wir Baby. sind einmal nur Eltern geschädigt. Sind aber noch fertig auf den Rädern. So. Machen wir mal den ganzen Mist hier weg. Wozu ist denn das hier gut, was der hat? Puh, ehrlich gesagt, ich sehe noch keinen Vorteil an diesem Dings. Mal gucken, ob er mir bei der Ernte das doch bitte rausholt. Das weiß ich ja nicht. So, wenigstens etwas hier. Ein paar Blumen nehmen wir auch noch mal mit. Muss reichen. Ja, ich finde ja jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt sowieso mal schauen. Haben wir neue Mission bekommen? Gehe ins Reich der Eiskönigin unverfroren und sprich mit Elsa. Gut, später. Was haben wir hier? Hör zu, während Anna mit Christoph spricht. Später. Stoff mache ich jetzt bald, deswegen habe ich das gemacht. Ich mache erstmal diese Mission, danach höre ich mir das Gelaber von Anna und Christoph an, den ihren Ehestreit, und danach gehe ich zu Elsa und ziehe mir einen dicken Pelzmantel an von ihrem Haustier und Was? ja, und Quatsch mit der Alten. Du willst dir ihr Haustier anziehen? Ja. Hm? Naja, der hat bestimmt einen Waschbären als Haustier. Oder ein Eisbär, da habe ich bestimmt einen dicken Pelzmantel. Was ist denn du da? Haustier. Ist das so eine Eiskönigin? Gut, damit verabschiede ich mich erstmal. Ja, bis dahin noch viel Spaß und tschüss. Einen wunderschönen guten Tag hier bei einer weiteren Folge Dreamlight Valley. Bionade, willst du weitererzählen? Nö, schon gut. Ist schon gut. Ja, ich hatte ein amüsantes Thema. Nö, erzähl ruhig, das interessiert unsere Fans bestimmt. Nee, ich kann das nicht so gut erzählen wie du. Du hast da Leidenschaft da drin. Vor lauter Leidenschaft fällt dir schon alles runter, ich weiß. Gut. Ja, ja. Dann wollen wir mal starten hier. Wir brauchen nämlich noch Eisen, denn, für die Teile aus Teile zum Basteln brauchen wir Eisenbarren. Mal wieder. Wie hätte es auch nicht anders sein können? Und Eisen braucht man ja mal ewig, bis es mal abgebaut ist. Naja. Also müssen wir wieder auf Eisensuche gehen. Wir brauchen 9 Stück davon, oder zumindest so viel. Okay. Jetzt
so viel gequatscht. Wir brauchen 9 Stück davon. Und das heißt, 8 Stück. Wow. Also wir brauchen 40 Eisen insgesamt. Warum? Das ist eine ganz kleine Malfolge. So, denn wir brauchen 5 Eisen für 1 Eisenbarren. Deswegen lassen wir das Eisen auch nicht rumliegen hier und nehmen alles mit hier. Und da wir können die kleine und ihr gleich die, wie heißt sie nochmal, Anna? Anna, genau, Anna. Elster ist dann noch in ihren Tiefkühlfach eingesperrt. Gleich mitnehmen, dann können wir die gleich mit aufleveln, denn die haben wir gerade auf Level 7 hochgehauen. Ja? Und wir kriegen auch noch wunderbare Klunker zusätzlich geschenkt. Was will man mehr? Ja, ich war wie gesagt gerade in meiner Wohnung gewesen. Habe nochmal geschaut, ob die kleinen Reparaturbalken gedeckt haben. Wenn wir schon beim Decken sind, Bionado denkt gerade was anderes beim Decken. Ich habe mich gerade ausgiebig über Pferde geredet. Ja, ich habe ganz viel zur Züchtung von Maultieren gelesen. Ja, dass ich... Naja. So ist es nun mal. So ist es nun mal mit den Maultieren und Pferden. Die mögen sich wohl nicht so. Aber egal, ist ja nicht mein Bier. Ich muss ja nicht mit dem Maultier. Die Esel und Pferde mögen sich nur. Maultiere, da sind ja die Fohlen bei den Pferden dafür wachsen. Die übernehmen ganz viel von den Pferden. So. Nee, cool, wir haben alle bekommen. Wir haben alle bekommen, das ist ja cool. Dann wollen wir auch mal hier. Frag mich, wie sie es rausgefunden haben, dass sie 200 Kilo schleppen. Haben sie immer so getestet, bis das Pferd umkippt oder was? Naja. Das wiegt so viel, ist umgekippt, ist egal, die nächste Stute oder der nächste Hengst. Ja. Die nächsten Gewichte drauf. Und so wurde wahrscheinlich getestet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß eins, ich brauche Eisen. Das ist gerade wichtig, weil sonst können wir diese Musizierungssache nicht machen. Diese Musikband. Ich bleibe gerade extra bei der Mission, weil ich ja keine Lust auf was anderes habe. Ich wusste jetzt nicht, was ich sagen sollte. Und wie gesagt, wir wollen ja hier schön aufleveln, um Missionen zu bekommen. Deswegen, und ich habe auch keinen Bock, ständig auf Verschenketour zu gehen. Keine Lust drauf. Das dauert immer ewig. Hat er im Privatleben auch nicht. Ich habe bald Geburtstag, ich weiß noch gar nicht, was ich von ihm bekomme. Oh Gott, das stimmt, da war ja auch was. Wenn du das vergisst, ja? Ich habe schon wieder vergessen, was dann es war. Dann nehme ich dein Geburtstagsgeschenk und bring's direkt in den Laden wieder zurück. Also wenn ich kein Geburtstagsgeschenk bekomme, PS, mein Geburtstag ist jedes Jahr immer zum gleichen Datum und jetzt ist es nicht mal mehr eine Woche hin. Ja, und ich weiß immer noch nicht, was, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Na, ich hatte mehrere Wünsche. Ja. Du weißt aber ganz genau. Nee, ich muss dir nicht alles aufschreiben. Wenn du dich für irgendwas interessierst, dann kannst du dir das ja selber machen. Ja, du weißt ganz genau, dass du ich. Du bist kein Baby, entweder. Nadine, ich war in Trauer gewesen, hab die Wohnungsauflösung gemacht, hab die Behördengänge gemacht, ich hab so ich viel gemacht. Ich hab dir vor 2 Monaten auch schon gesagt, was ich mir wünsche. Also tu mal. Und da war ich in Prüfungsvorbereitung. Ach komm. Das ist eine ganz billige Ausrede, dass einem 3 Tage vorher irgendwie einfällt. Nee. Also ich habe echt gerade keine Ahnung. Ja, du hast nie Ahnung. So. Meine Fresse. Ich komm ja nicht mit einem Gutschein. So.
Haben wir ja doch geschafft. Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.